Und eine Regel, bitte versteht, bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei seinen Namen und Attributen, Eigenschaften, du darfst nicht verneinen und nicht bestätigen, außer mit Beweis. Nicht verneinen, nicht bestätigen, außer mit Beweis. Weil du über Allah nicht reden darfst, außer mit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder hast du Allah gesehen, da kannst du von ihm reden. Oder jemand hat Allah gesehen und er hat das beschrieben. Und die andere Möglichkeit, Allah hat sich selber beschrieben, der Prophet hat ihn beschrieben. Und das ist, was wir sagen. Wir haben Allah nicht gesehen und keiner hat Allah gesehen. Und keiner kann Allah mit seinen Augen am Leben sehen, auch der Prophet nicht. Und dass der Prophet gesagt hat, ich habe Allah gesehen, das war im Traum und nicht in Wirklichkeit. Und er sagte, keiner wird Allah mit seinen Augen, die im Kopf sind, sehen. Das wird keiner von uns. Die haben ihm gesagt, auch du, das sag auch ich. Dass wir aufpassen in diesem Zusammenhang. Es bleibt für uns nur eine Möglichkeit. Wer hat uns Allah beschrieben? Allah selber im Koran und der Prophet in der Sunna. Deshalb, wir dürfen nicht verneinen und nicht bestätigen, außer mit Beweis, aus Koran und authentischen Sunna. Und wenn man kommt und sagt, ja, wir nehmen das metaphorisch und das könnte nicht sein, und wenn du das sagst, dann heißt das so, das lazim, dass wir diese obligatorische Sinne, da sagt man ja, wenn dann, und dann, wenn diese Kette, Folgerung und Resultat, Folgerung, Resultat, das gibt es nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass du das machst. Möge Allah uns bewahren. Also aufpassen. Allah hat Augen, Allah hat Gesicht. Pass auf jetzt, wenn wir sagen, Allah hat Gesicht, was sagen einige? Nein, die sagen, du hast Allah mit den Geschöpfen verglichen. Wer hat Allah mit Geschöpfen verglichen? Allah selber sagt, Allah hat Gesicht, nicht wir. Sag, ja, du darfst aber nicht so wortwörtlich verstehen. Wer hat dir das beschrieben? Hat Allah dir das gesagt? Du darfst das nicht wortwörtlich verstehen? Oder weißt du mehr als Koran und Sunna? Haben die Sahaba irgendwie solche Wörter, haben sie das metaphorisch erklärt? Gibt es sowas? Kein einziger. So möge Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb bleibt auf dem Weg von Al-Sunna al-Jama'a. Das ist der beste Weg. Wir reden mit Beweis. Auch wenn die Gelehrten unterschiedliche Ansichten haben, spielt keine Rolle. Dass man sagt, nein, spielt keine Rolle bezüglich der Regel. Aufpassen. Die Regel ist klar. Beweis, bei Allahs Namen, bei Allahs Eigenschaften, Attribute, Verneinung Beweis, für Bestätigung Beweis. Wallahu a'lam.